So, Hallihallöchen Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play, ja, Minecraft. So, ihr habt schon gesehen, ich habe wieder ein paar Sachen im Inventar, wir sind hier unten, weil ich diese Truhe wieder verteilt habe. Ich habe jetzt übrigens eine neue Kiste gemacht, einmal für Nether-Zeug und Obsidian. So, das heißt, diese Wand ist schon mal voll mit Kisten, die auch dann verwendet werden. Ich habe mir gerade schon ein paar Stöcke und alles geholt, damit ich mal ein bisschen... Mal andersrum. Moment, wie war das? Ich versuche gerade den Pfeil nachzustellen, aber ist das so nicht richtig? Ich meine doch, das ist ja richtig. Schade eigentlich. Ich habe nämlich sonst nichts anderes im Kopf drinne. Das ist aber blöd. Naja, gut. Was soll's. Wir nehmen auf jeden Fall nochmal die 4 Stöcke mit und holen uns ein bisschen Kohle. Denn heute, ja, heute fangen wir mal an, so eine kleine Erkundungstour zu machen. Und da hätte ich es natürlich gerne, dass wir auch ein bisschen Fackeln haben, um uns zur Not auch mal was zu bauen. So, und da wir ja auf eine kleine Tour gehen, brauchen wir auf jeden Fall ein Bett. Eine Werk. Bang. Nehme ich auch einfach mal mit. Wir nehmen jetzt mal einfach Erde mit. Provisorisch einfach mitnehmen. Und dann schauen wir mal, ob wir nicht vielleicht irgendwo ein Dorf finden, was wir dann ja gebrauchen können, in dem Sinne, dass wir dann endlich einen Ort haben. Sitz. Gut, ich glaube, der sitzt. Dass wir einen Ort haben, wo wir einfach auch Kartoffeln herbekommen, denn hier sieht es ja langsam nicht mehr so gut aus. Und mir fällt gerade ein, das Essen. Das Essen darf ich nicht vergessen. Hat sich gerade Essen nicht vergessen. Nein. Gut. Wir müssen echt mal schauen. Besonders bei dem Essen, da muss ich nochmal nachschauen, dass ich mir dann langsam mal Vorräte mache. Wir haben noch P Brot, Pilzsuppe. Wir brauchen nochmal Kohle. Damit kann ich mir ein bisschen Fleisch machen, dann verbringen wir eben noch mal kurz ein bisschen Zeit hier. Aber mit Fleisch fühle ich mich hier doch generell sicherer. Ja, ich bin ein kleiner Fleischfresser. Kann ich auch nichts für. Ist halt so. So, Kohle bringen wir wieder zurück. Das können wir ja gerade machen. Haben wir Brot, eine Pilzsuppe. Ich glaube, die Pilzsuppe nehme ich zuerst, wenn. Und ja, wir können ja hier unten, können wir schon mal so ein Anfang bauen für unseren Weg in die Bibliothek, dass wir dann auch da irgendwann mal enchanten können. Weil es ist mir doch ein Anliegen, dann auch was zu enchanten, um dadurch mehr Ressourcen zu farmen zum Beispiel. Das finde ich sehr wichtig, was auch für uns praktischer sein würde. So, ich weiß jetzt, ich muss mal gerade überlegen, wie viele oder wo wir eigentlich bauen müssen. Habe ich mir jetzt so noch gar kein Bild gemacht gehabt. Ich glaube, wir machen hier mal. So. Ich glaube, es war doch dann, wäre dann hier 1, 2. Obwohl, wir könnten eigentlich. Wir hätten theoretisch auch erst so einen Einerweg machen können hier, dass wir gesagt haben, dass wir gesagt hätten, so, ne? Dass es dann ein bisschen weiter durchgeht. Vielleicht nochmal so einen kleinen Weg nach unten. Dass wir halt ein bisschen abseits von der ganzen Geschichte hier generell sind. Wäre, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. Ist auf jeden Fall möglich umzusetzen. So, dass wir hier noch ein bisschen runtergehen, genau, und dann nochmal geradeaus. Ich baue jetzt einfach mal gerade wild vor mich hin. Ich habe keine Ahnung, wie das nachher sein wird, aber ich mach's einfach mal. So, und das war dann. Natürlich haben wir hier überall eine Dreierhöhe. Sonst ergibt das Ganze ja keinen Sinn. Zack, zack, zack. Ich baue jetzt einfach mal alles schön hoch. Damit wir uns ja auch noch ja nicht anecken. Denn hier müssen wir jetzt auch noch wegmachen. Genau, dann können wir hier auch schon mal Fackeln dran pappen. Ich habe keinen Bock, dass mir hier was spawnt. Können wir gerade Pilzsuppe essen. Tada. So. Das ist dann hier sozusagen zu
zum Dreier oder. Machen wir das so schmal, das Ganze? Ich würde glatt behaupten, ja. Wir können natürlich auch so eine Fünferbreite machen. Und dann sagen, dass wir irgendwann dann. Ja, das ein bisschen als Altarraum vielleicht auch machen. Weil ich finde, dass das Portal ist schon so ein bisschen als Altarraum gemacht, finde ich. Einfach dieser Übergang auch mit den Steinen, das sieht einfach geil aus. Ich glaube, wenn wir das hier so machen, wie ich das jetzt gerade vorhabe, dann wird das gar nicht so schlecht sein. Machen wir jetzt natürlich so ein 9er-Feld, dass wir dann auch gut enchanten können. Damit wir möglichst hoch mit den Leveln enchanten können. Da muss ich mal schauen, dass ich den Better Enchanting Mod reinkriege. Da habe ich irgendwie noch so Probleme mit. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht warum. Will bei mir auf jeden Fall nicht so, wie er soll. So, dann haben wir hier wenigstens schon mal den Grundstein gelegt. Das heißt, wir brauchen dann noch. Ach, stimmt. Für die neuen Bücher braucht man ja auch Leder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das auch noch, das auch noch. Ist ja schlimm. So, erstmal noch das Eisen mitnehmen hier. Darf man ehrlich nicht verkommen lassen. Ist ja elementar wichtig für uns. Ich meine, wir benutzen jetzt ja sowieso erstmal nur noch Eisen-Sachen zum Abbauen und allen möglichen Zeug. Ich pack hier auch nochmal eine Fackel hin. So. Naja, schauen wir mal, was das noch wird. Wird auf jeden Fall lustig werden, so viel ist klar. So. 6 gebratene Hähnchenkeulen und Steaks. Sehr gut. Jetzt fühle ich mich doch wieder sicher. Cobblestones gerade mal wegpacken. Zack, zack, zack. Eisen wegpacken. Padam. Und wo habe ich eigentlich die? Ach, hier, guck mal. Guckt mal einer an. Gut, dann wollen wir doch mal los in ein Dorf und schauen. Und dann wollen wir doch mal los ins Bett. Und dann schauen wir mal, dass wir ein Dorf finden. So, so einfach ist das. Ahaha, das ist noch so ein Problem, da muss ich noch dran arbeiten, dass wir keine Monster in der Nähe haben. Ach da. Ja, ja. Was machen wir denn so lange, Leute? Was machen wir denn so lange? Vielleicht gucken wir uns doch da unten noch das Ganze an. Vielleicht kann ich ja auch sogar schon, ja, wer weiß, mal ein Bücherregal herstellen. Das weiß ich nämlich nicht, ob ich da alles für zusammen habe. So, was brauchen wir dafür? Mob Drop müsste dann Leder sein, ne? Wir haben einmal Leder. Ich weiß gar nicht, wie man die machen soll. Das muss ich nochmal nachgucken. Das habe ich gerade keine Ahnung. Ach, wir können auch mal das verrottete Fleisch nehmen und machen das auch Hundis füttern. Ja. Die dürfen auch mal was bekommen. Na, wie sieht die aus? Ja, jetzt bist du wieder toll, ne? Ach, wisst ihr was? Komm, wenn ihr schon mal da seid. Oh! Wenn die Babys machen. Komm jetzt hier. Setz dich. Kriegen wir sogar. Das ist ja geil. Wenn die Kinder machen, kriegen wir dafür XP. Das ist komisch, weil es ist ja nicht unser Kind, aber auch nicht schlecht. Hat auch was. Ist trotzdem komisch, aber hat auch was. Außerdem könnte ich hier, da fällt mir noch gerade so auf, da könnte ich doch, jetzt machen wir so ein paar kleine Kleinigkeiten hier im Haus, will ich ja eigentlich gar nicht machen. Ich will ja auch mal los hier. Ich will eben, ich will zwar auch nicht zu lange aufnehmen, aber naja, naja, was soll man machen? Die Folgen an Weihnachten, um die Weihnachtstage herum, werden ja sowieso ein bisschen länger, ja. Wenn man nicht immer so viel Zeit hat, wie man gerne hätte. Ich glaube, das hat keiner an Weihnachten. So, so. Da noch und dann hauen wir den hier noch weg. Genau. Dann hoffen wir mal, dass es endlich langsam mal Tag wird, weil ich will hier los. Und wenn ich nicht pennen kann, ist das auch blöd.
zack, weg. So. Dann schauen wir mal. Vielleicht können wir jetzt pennen gehen. Es war doch eine blöde Idee, das da ganz oben hinzupacken. Ich glaube, wir müssen mal noch einiges beleuchten. Am besten ein Dach bauen auch. Ein Dach bauen, das ist noch wichtig. Das müssen wir noch machen. Es sind Monster in der Nähe. Oh, oh, es sind Monster in der Nähe. Lalalalalalalalala. Sie guckt mich an. Pum. Komm doch her! Jetzt bin ich weg. Und dann nicht, dann gehe ich eben. Na, ich will doch nicht so planlos hier rumlaufen, das ist doch blöd. Das ist echt blöd. Ja. Wisst ihr was? Ja, jetzt mache ich mir das ganz einfach. Jetzt packe ich eben den ganzen Dreck wieder gleich in die Kisten zurück. Ja. Oder ich pack's einfach hier rein. Und dann gehe ich jetzt, ja. Obwohl, das müssen wir noch. Die Erde nehme ich nicht mit, ich nehme wenn Cobblestones mit. Dann gehen wir jetzt eben in die Hölle. Ganz einfach. Wenn ich nicht rausgehen kann, gehe ich eben in die Hölle. Das Enchanten ist mir jetzt vollkommen egal. Wir gehen in die Hölle. Es leckt wie blöd, aber wir gehen in die Hölle. So, wo waren die Glowstones? Da sind die Glowstones. Boah, ich muss aufpassen. Bei diesen Lags, da muss man echt aufpassen. Ja, genau, da hinten war ja der Punkt, wo ich mich ein bisschen hochgegraben hatte. So. Ich bin echt gespannt, ob wir das überleben werden. Ich habe da so meine Zweifel. Ich habe natürlich auch alles mitgenommen, was ich habe. So schlau, wie ich bin. Oh, da oben ist noch mehr. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was jetzt hier allerdings problematisch werden kann, ist, wenn ich aus Versehen die Shift-Taste loslasse. Unter den Lava-Falle. Das wäre nicht so praktisch. Ich würde ja gerne dran bauen, dann kann ich nämlich besser... Genau das meinte ich. Das ist gefährlich. Denn jetzt kann ich hier so ein bisschen anbauen. So, weil ich würde hier gerne auch so eine Plattform drunter bauen, weil wir ja alles abbauen müssen, soweit. Also so über der Kante stehen. Ich glaube, ich würde mir gerade einfach nur in die Hose machen bei dieser Situation. Da ist noch was. So. Zack, 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 zack. Ich meine, wir sind zwar nah dran, aber es kann trotzdem was runterfallen. Und das macht mir so die Sorgen. Ich habe nämlich keine Lust, dass mir hier irgendwas runterfällt und ich mir da ein bisschen Zeit verschwende, auch unter anderem. Deswegen baue ich jetzt sorgfältig drunter. Da hast du sie nur alle. Spinnst du? Ist es weg? Scheiße. Damit habe ich, um es ehrlich zu sagen, nicht gerechnet. Hätte ich vielleicht mal. So, immer schön her damit. Alles meins. Ich hab das scheiß Gas noch nicht gehört. Mensch, bist du Drecksau.
Zack. Param. Param und Param. So. Das bauen wir hier schön drunter. Wow. Boah, ich hab schon gerade gedacht, was geht jetzt ab? Ich gehe jetzt ganz langsam entlang, ja. Und jetzt gehe ich hier, buddel ich mich hier wieder langsam runter. Ich lasse das Ganze einfach hier. Das ist mir gerade echt sowas von wurscht, weil hier im Nether will ich mich eigentlich nicht so lange aufhalten. Das ist eigentlich wirklich nur ein Ort, wo ich mir die Glowstones herholen möchte. Und mehr auch nicht. Mehr will ich hier wirklich nicht machen. Auch nicht irgendwie eine Festung bauen oder irgendwie sowas. Boah. Alter, wenn das Viech denn auch noch das Portal trifft, ne? Trifft zwar eh nicht, aber ist trotzdem nervig. Hua! Wie es einfach nur alles kaputt schießt, aber trotzdem nichts trifft. So. Ich gehe zu unserem alten Ort dahin, weil ich habe keinen Bock mehr auf diesen verdammten Gast. Ich buddel mich dann nachher jetzt noch da durch. Jetzt haben wir hier auch noch ein bisschen Netherstein. Vielleicht kommen wir ja endlich bei einer Ecke. Aua! Glowstone! Aua! Danke, Gas, sonst hätte ich mich gar nicht mehr umgeguckt. Danke dir. Finde ich gut. Gefällt mir. Top. Drecksviech! Drecksfucking Drecksviech. Ganz ehrlich. Mir hier nicht ans Knie, damit das klar ist, ja? So viel ist klar. Das hier ist mein Territorium, ja? Herr Garst. Und wer mich runterschießt, der muss mit den Folgen rechnen. Steht erstmal alles im Brand. Drecksdinger. Schießt mich gleich hier runter, ey. Muss man sagen, die haben aber einen gut gezielten Schuss, können die abgeben. Also das ist echt krass. Nicht schlecht. So. Wir bauen das Ganze jetzt mal hier ab. Das läuft eh dann, ist ja eh dann alles da unten. Deswegen, ich wollte eigentlich vorhin noch... Genau das meinte ich. Ich bin froh, dass ich nicht auf dem Boden war. Und der verdammte Gast, ja... Wisst ihr was? Ich hau ab. Nee, das ist mir jetzt auch gut. Ja, ich wollte das nämlich verhindern, dass der Gast alles kaputt schießt. Dann wollte ich mich verarschen. Oh, ich springe auch noch voll rein. Fuck. Ich muss hier weg. Bam! Zurück zum Absender. So geht das, du Sau. Oh, ich bin weg. Könnt mich alle mal. Tschüss. Wow! Alter! Fick dich! Bist du hier weg? Oh, Goldnugget. Cool. Und sogar eine Träne. Wow. Okay, stimmt. Da fällt mir gerade wieder was ein. Da fällt mir gerade echt wieder was ein. Und das ist nicht gut, dass mir das jetzt gerade erst einfällt. Seit dem neuen Update können ja die Pikmin auch durch das Portal zurückgehen. Das heißt für uns gar nichts Gutes. Deswegen möchte ich, wenn es möglich ist, hier am liebsten
Türen hinsetzen. Ja. Sowas hält einem auch immer echt spät ein. Ist gut, dass wir das gerade noch. Gut, dass wir es das gerade gesehen haben. So. Ich find's trotzdem blöd, dass man das nicht so setzen kann, wie ich das will. So. Klar, es ist jetzt falsch gesetzt und so, aber das ist mir Wumme. Dadurch haben wir wenigstens ein bisschen Schutz vor dem, was da unten dann auf uns lauern könnte. Und das ist mir wichtig. So, zack, 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 zack. Padam, padam, padam. Nein, das... Nein, nein, die Steaks nehme ich mit. So, und mit dem Glowstone-Staub, da schauen wir jetzt mal, wie viele wir herstellen können. Es werden nicht viele sein. Aber... Das ist ja soweit egal. So, 22. Wir können ja mal gerade schauen, obwohl wir nehmen schon viel zu lange auf, um ehrlich zu sein. Wir werden das nämlich ganz einfach machen mit den Glowstones. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19. Ah, cool. Oh, Moment. So, dann hauen wir die nämlich hier schon mal rein. Hast du richtig weggehauen? Nein, ist falsch weggehauen. Ah, super. Fängt ja schon mal gut an. So, dann hauen wir da nämlich die Glowstones rein. Exakt. So. Wenn wir die hier reinhauen, dann sollten wir theoretisch genug Licht haben für alles und könnten die ganzen Fackeln abreißen. Denn mit den Fackeln, wir haben ja gesehen, das bringt es dann nicht so wirklich, wenn hier schon Monster spawnen können. Ne? So, dann fangen wir jetzt mal gerade damit an, dass wir das mal wegkriegen. Draußen regnet's. Und ich meine bei mir draußen und nicht in Minecraft. Obwohl das in Minecraft auch oft genug vorkommt. Ne? Kennen wir doch alle. So. Okay, dann machen wir jetzt mal hier die ganzen Glowstones schon mal rein. Oh. Ach, das ist immer blöd, wenn man aus Versehen dann falsch baut. Da muss ich aufpassen, denn hier können mir noch viele abhanden kommen. Abhanden gehen, eher gesagt. So, dann sind wir jetzt hier. Zack. Weiter nach vorne, sind wir hier. Zack. Dann noch eins nach vorne, sind wir hier. Zacka! Tabababababam. Ja, mit den Glowstones finde ich eigentlich eine ganz coole Idee, dass man das so machen kann. Und wenn die in der Decke sind, finde ich das generell auch besser. Weil, naja, man sieht es halt nicht so, ne? Deswegen muss ich auch noch dran denken, dass ich ein Dach hier drüber mache, weil man sieht es ja auch schon auf der Minikarte, dass wir das da so ein bisschen sehen, natürlich. Deswegen möchte ich dann auch. What the fuck? Was war das denn? Alter! Alter, willst du mich verarschen? War das ein Creeper oder was? Erstmal zu, das könnte aber glauben, ja. War das ein Creeper oder was? Wollt ihr mich verarschen? Ich glaub's ja nicht, ey. Wo kam der denn bitte her? Jetzt muss ich erstmal überlegen, wo das hier alles war. So. Moment. Das heißt. Das muss zu. Das muss zu. Das muss zu. Oder das muss auf. Das muss auf. Und hier in der Decke muss das Loch sein. Knallt mir hier einfach ein Creeper rein, ey. Ich glaub es nicht. Gut, dass ich eine Rüstung habe, sonst wäre ich jetzt drauf gegangen. Oh, Jesus Maria. Das gibt's doch nicht.
Gut, dann bringen wir jetzt gerade alles weg, bessern das noch gerade aus. Dann schauen wir mal. Fliegt mir da ein Creeper durchs Dach. Ist auch nicht schlecht, hatte ich auch bis jetzt nur selten. So, wegpacken, wegpacken. Ah, das Gemälde habe ich auch noch. Ah, das nehme ich mal mit. Dann hauen wir jetzt mal alles wieder hier in die Kisten rein. Nein, das nicht. Außer meinem Schwert, das behalte ich lieber mal bei mir. Jetzt mehr vier, ich weiß nicht mehr, wie viel ich brauche. Ich hoffe, es sind nur vier. 1, 2, 3, 4, ja, müsste reichen. Und mein Schwert sage ich nichts. Der kleine Kinofi-Wuffi. Ja. Da-pa-pa-da-pam. So. Gut. So viel dazu. Ja. Schlafen wir eine Runde. Oder auch nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht gibt es dann mal wieder 15 Minuten Folgen. Also bis morgen. Bis dann. Ciao.